Eine Mulde-Strike-Geschichte, ne? Manic Mansion Mania, Episode 11. Ein haariger Ausflug. Special Edison. Uiuiui, sogar richtig mit Logos und so. Es war wieder mal ein Wochenende und Dave plante erneut, auf dem Sofa faul rumzusitzen und ein Footballspiel anzusehen. Tja, so ist das, ne? Doch dieses Mal sollte es anders kommen als geplant. Na du! Robert Miller hier, guten Tag! Guten Tag, Herr Miller, hier ist Mike. Also, guten Tag, Mr. Miller, hier ist Michael Stoppel. Stoppel, könnte ich mit Dave sprechen? Wenn du möchtest, warte mal, ich hol ihn her. Vielen Dank. Dave, Telefon für dich! Dad, du Scherzkeks, warum hast du denn den Hörer aufgelegt? Ah. Was? Hab ich das? Ja. Ups, Entschuldigung. Wer war das denn? So ein gewisser, Mickey, glaube ich. Na, das nächste Mal frage ich bei solchen Fällen bei der Auskunft nach. Mal schauen, was er denn möchte. Lalalala. Michael Stoppe hier, hallo? Michael, hier ist Dave. Ah, Dave, was ist passiert? Als ich mit deinem Vater gesprochen habe, wurde der Kontakt irgendwie abgebrochen. Ich muss die Stimme ein bisschen so unterscheiden. Ist gar nicht so einfach bei so vielen Figuren. Ah, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Was möchtest du denn von mir? Oh, ich habe eine wahnsinnige, unglaubliche Story an der Angel und ich brauche dazu deine Hilfe. Was soll ich denn diesmal machen? Mich mal wieder als Frau verkleiden? Dave denkt sich, oh Gott, hoffentlich nicht, denn beim letzten Mal gab es eine Menge Ärger. Nein, noch viel besser. Aber das sage ich dir erst, wenn wir uns in einer halben Stunde an der Bushaltestelle treffen. Also gut, ich denke, ich hätte dazu Zeit, obwohl ich das Footballspiel heute verpassen werde. Es gibt nichts Wichtigeres als das Footballspiel. Da wäre noch etwas. Ja, Columbo? Könntest du dein Zelt und die dazugehörige Ausrüstung mitbringen? Was soll das werden? Ein Campingausflug? Bitte bring deine Ausrüstung mit, wir sehen uns dann an der Haltestelle. Tschüss. Moment mal. Ja. Der Kerl hat mich schon wieder mit seinem Leg-Auftritt gelinkt. Na, was soll's, dann helfe ich ihn halt eben. Oder helfe ich ihn eben halt. Mal wieder. Mal sehen, ich glaube, die Ausrüstung muss unten im Keller sein. Och nö, ganz überraschterweise ist gerade die Tür natürlich zugeschlossen. Die verflixte Tür ist abgeschlossen. Ja, was soll's. Dann muss ich nach dem Schlüssel suchen. Wo soll ich anfangen? Am besten frage ich Dad, vielleicht weiß er ja, wo der Schlüssel ist. So, meine Lieben, ich speichere schon mal ab, ne? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ja, auch einer neuen Staffel von Manic Mansion Mania, denn jetzt sind wir mittlerweile in der zweiten Staffel. Ich muss vorweg etwas schicken, ich möchte ja die Sachen chronologisch abhandeln und wollte eigentlich eine Ausnahme machen mit der sogenannten, ja, mit den sogenannten Edgars. Also die Edgars, das ist eine Sache, man muss euch vorstellen, wenn eine Staffel vorbei ist, dann hat die Community dann immer eine Awardshow programmiert, ne, wo den einzelnen Folgen halt diese Preise verliehen wurden. Also der bronzene, zwei bronzene Edwards, ein silberner und ein goldener. Ne? Und ich glaube sogar, dass die Entwickler dann in echt auch so eine Kleinigkeit bekommen. Auf jeden Fall war es eine coole Sache. Ich habe gerade vor dieser Folge versucht, das aufzunehmen. Das Problem ist, ich habe wirklich rumgesucht wie ein Bekloppter. Ich bin immer wieder in einem Bug gerannt. Also da gab es eine Situation, wo ich mit dem Telefon die Polizei hätte rufen müssen. Und es hat einfach nicht geklappt. Also jedes Mal hieß es dann, ich weiß nicht, wen ich anrufen soll. Und ich habe auch wirklich
dann mal geguckt nach einer Komplettlösung, ja, oder nach einem Komplettlösungsvideo. Ich habe es einfach nicht gefunden. Also ich habe es gefunden, aber ich habe das genauso gemacht, bin trotzdem immer wieder in diesen Bug gelaufen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob das daran liegt, dass ich es jetzt über ScumVM starte. Das kann auch sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es leider unspielbar, was sehr schade ist, weil ich hätte das gern gezeigt. Aber gut, dann halt mit der zweiten Staffel am Ende gibt es dann eine Edgar-Show, ne? Aber ich wollte es nur gesagt haben, falls euch das interessiert, guckt einfach mal bei YouTube unter Maniac Mansion Mania Edgar. Und da gibt es dann auch das Video für die erste Staffel. Da könnt ihr euch das angucken und dann geht euch das zumindest auch nicht verloren. Also so fair möchte ich dann doch schon sein, ne? Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit dem Spiel und wir sehen, ha, jetzt haben wir das erste Mal Dave als spielbaren Charakter und wir sind auch in Daves Haus. Ne? Also jetzt wird schon die ganze Welt von Ronville wird schon um einiges jetzt vergrößert. Gucken wir mal. Bild. Das ist ein Bild mit mir und meinen Eltern, als wir in Kanada Urlaub machten. Da war ich 9 Jahre alt. Ach ja, was waren das noch für Zeiten? Kannst du das mitnehmen vielleicht? Ich habe das Bild immer noch in meinem Kopf. Oh. Das ist ja herzerweichend. So, die Schranktüren, kann ich die öffnen? Und dann geht er in die Hocke und leer. So, oh. So, der Vater ist scheinbar ein bisschen vergesslich. Da drin liegen Dads alte Schuhe. Ich denke mir mal, dass er diese hier nicht vermissen wird. Ja, nimm mal die alten Latschen mit, genau, diese alten ungewaschenen Latschen. So, Telefon, unser verdrahtetes Telefon. So kannst du es dann benutzen. Also kein Handy, das gab es dann scheinbar noch nicht. So. Solange ich das Zelt noch nicht habe, gibt es keinen Grund, auf Michaels Handy anzurufen. Ach doch, Handys gab es also. Doch schon. Ja, es ist ja so eine Sache. Ne? Manic Mansion spielt ja eigentlich so 80er Jahre. Aber hier sind wir scheinbar schon ein bisschen weiter. Also Handys. Obwohl, es gab ja damals, glaube ich, schon Handys, aber das waren halt solche riesigen Klopper. Also damit konntest du jemanden schon ermorden. Oh, das ist Daves Zimmer. Ich glaube, was wir im Hintergrund übrigens hören, ist das Charakter-Theme von Dave in der Nintendo-Version. Es gab nicht eine alte Nintendo-Version. Da hatte jeder Charakter eine eigene Musik. Verschlossen. Verschlossen. Ja, auch ich habe so meine Pläne. Oh, so. Ich will nichts von der Pinnwand nehmen. Warum hat er eigentlich eine Zigarre mit? Scherzartikel-Zigarre. Das ist eine Zigarre von einem Scherzartikelhändler, die ich von ihm weggeschnappt habe. Naja, wir wissen ja bestimmt genau, welchen er meint, ne? So, auch wieder gähnende Leere. Ah ne, da liegt eine Schere. Die nehme ich mal mit. Eine normale Schere. Es ist noch recht hell hier. So, ich bevorzuge lieber eine Taschenlampe. Das ist einer der Helme der Ronville Dragons. Ich brauche keinen Helm. Das ist das Trikot von Harold Fletch Browning von den Ronville Dragons. Ich bin ein großer Fan von ihm. Mein Bett. Ich guck grad, passt das mit der Perspektive? Das Bett steht auf jeden Fall sehr schief. Also wenn das hier eine gerade Wand ist, dann. Aber gut, kannst ja. Leg dich mal ins Bett. Ja, ich bin nicht müde. So, Fenster öffnen. Zurzeit brauche ich keine frische Luft. Was hat er gesagt? Mal wieder ein Tag wie jeder andere, ziemlich langweilig. Ach, naja, sei nicht so demotiviert. So, die Schubladen hier kann ich noch öffnen, verschlossen. Achso, die war ja verschlossen, ne? Verschlossen, ey. So, was ist mit deiner Schreibtischlampe? Die Schreibtischlampe, ich bevorzuge lieber. Gut. Die Tür ist abgeschlossen. Ist ja richtig so. Ich gehe mal davon aus. Das Schlafzimmer meiner Eltern ist sehr uninteressant. Außer wenn es Nacht wird. Und ich hoffe, da geschieht etwas sehr Mysteriöses in diesem Zimmer. Komische Laute kommen dann aus diesem Raum. Okay, bald betreiben sie zusammen ihre nächtlichen Gymnastikübungen. Oder Gymnastikstunden. Zufrieden? Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Na, Hauptsache, du lauschst dich die ganze Zeit. Das ist ja ein bisschen verstörend. Gut, gehen wir ins Wohnzimmer. Dad, dürfte ich mal was fragen? Was gibt es, Dave? Ich schaue mir gerade den Klassiker vom Winde verbläht an. Ja. Ich weiß, Dad, aber es ist wichtig. Also gut, mein Sohn, wobei kann ich dir helfen, ne? Weißt du, wo der Schlüssel für die Kellertür ist?
Für die Kellertür, sagst du? Muss ich mir überlegen. Ja, genau. Lass mich raten. Du hast es vergessen. Ja. Oh, klasse. Ich hätte ahnen müssen, dass er es nicht weiß. Na gut, dann muss ich wohl das ganze Haus nach dem Schlüssel absuchen. Musik gibt es hier gerade nicht. Soll das so sein? Wahrscheinlich schon. So, Pflanze. Das ist eine der Pflanzen, die mir Dr. Fred als Entschädigung wegen Sandys Entführung überreicht hat. Mist, ich hätte eher auf das Geld bestehen sollen, ich glaube auch. Ein Bild. Das ist ein Bild von. Was weiß ich? Weiß ja nicht, du wirst ja wissen, was für Bilder in deinem eigenen Haus hänge. Ich will nicht blöd vorkommen, deswegen lasse ich es lieber hier. So kann ich hier irgendwie das Sofa. Guck mal, wie gemütlich. Ne? Setz dich mal zu dem alten Vater hier. Ich würde gerne, aber ich muss zunächst mal Michael helfen. Dad? Was möchtest denn du? Mein Sohn, bist du mein Sohn? Bist du dir wirklich sicher, dass du den Kellerschlüssel nicht gesehen hast? Nö. Wann hättest du ihn das letzte Mal, wann hattest du ihn das letzte Mal gehabt? Lass mich mal überlegen. Ich glaube, ich hatte ihn das letzte Mal gehabt, als ich draußen im Vorgarten gearbeitet habe. Ja, so muss es sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder hatte ich ihn, als ich die Zähne geputzt habe? Lass mich raten, du weißt es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Na, klasse. Hast du etwas dagegen, wenn ich nachher für eine Weile weg bin? Ja, geh doch ruhig, ich hab nichts dagegen. Auch wenn ich auf einen Berg raufgehen würde? Nö. Auch wenn ich dort Bungee-Jumping betreiben würde? Nö. Auch wenn ich das Seil, auch wenn das Seil, sich das Seil reißen könnte und ich runterfallen würde? Nö. Auch wenn ich auf den Boden knallen und elendlich verbluten würde? Nö. Sag mal, Dad. Ja? Wo hast du eigentlich deine Väterinstinkte gelassen? Im Klo runtergespült. Ah, super. Wo ist eigentlich Mom? Gibt's sie überhaupt? Sie ist nicht hier. Na, wo ist sie dann? Weg. Ja, wo weg? Ne, irgendwo. Ach, ich geb's auf. Bis dann, Dad. Aber sicher, mein Sohn. Ah, der scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Ein bisschen neben der Spur. Können wir ihn mit der Schere ermorden? Nein. Oder können wir die Schatzartikel? Na gut, warum sollten wir das machen? Das ist die Frage. Aber wir haben einen mysteriösen kleinen Kasten, der da so ganz unscheinbar steht. Ich würde es ja gern mitnehmen, aber verschlossen nützt es mir nichts. Ganz weg mit der Schere. Die Schere ist nicht robust genug, um das Kästchen aufbrechen zu können. Ja, gut, mit der Zigarre ist Quatsch, ne? Oh, doch, gute Idee. Aber dazu habe ich leider keine Zeit. Vielleicht ein andermal. Was ist da eine gute Idee? Das Ding ja reinstecken und dann anzünden oder was? Warum sagt er, hat keine Zeit? Gute Idee ist es trotzdem, ne? Ich habe leider keine Zeit, vielleicht ein andermal. Die Uhr. Das hat unsere Großmutter unterlassen, bevor sie von uns gegangen ist. Und zwar nach Mallorca. Naja, sehr lustig. Dafür habe ich meine Armbanduhr. Gut. Im Kamin liegt da irgendwas? Das ist unser Kamin. Nee, dann gehen wir einfach mal weiter. Okay, das sieht jetzt aber schon nach Flur nach draußen aus. Was haben wir denn hier hängen? Das ist ein Gemälde von Muldetuff. Und das nennt man Kunst. Was ist denn das überhaupt? Ein Haus? Ein kleiner Turm oder brennender Turm? Das ist ja oben so eine Rauchwolke, oder? Ja, kann ich das einfach mitnehmen? Ich könnte das verkaufen und viele Millionen Dollar dadurch verdienen. Aber Mom würde mir das trotzdem nicht verzeihen. Viele Millionen Dollar, naja gut. Der Kunstgeschmack ist doch oft sehr eigen, ja. Das sind unsere Kleiderhaken. Was ist mit der Musik nicht richtig? Kann das sein? So, Haustür. Naja, wir gucken mal. Herzlich willkommen. Passt ja ganz gut. Mal sehen, darunter steht Ken sent me. Was soll das denn? Klingt wie ein Passwort. Von hier aus kann ich das Fenster nicht öffnen. Okay.
Wir wohnen also in der 41, im Roten Haus 41. Alles klar. Ich habe schon den Briefkasten heute entgeleert. Also nix, kann ich auch nicht in den Hintergarten vielleicht gehen oder Vorgarten. Kann ich hier einfach mitnehmen. Also Ken Send Me oder hier die Nummer abreißen auch nicht. Gut. Okay, aber haben die keine Küche? Du bist so eine Küche. Öffnen wir die Dusche. Huch! Ah, na, Süßer! Soll ich dir den Rücken einseifen? Oh, die ist aber nackt, ja. Da kommen wir mit drei Fragen auf. Erstens hat Dad wieder vergessen, die Haustür abzuschließen, was meistens der Fall ist. Zweitens haben die nicht eigentlich bei sich selbst zu Hause eine Wanne. Und drittens, weshalb musstest du mir das gerade antun? Ich habe ja nicht gewusst, dass Edna da rum nur. Gut, wir machen es nochmal. Huch, aha, soll ich dir den Rücken eingreifen? Ja, also die Edna würde ich ja noch schlimmer darstellen als im eigentlichen Spiel. Wow, sehe ich nicht toll aus. Oh, ich bin eine geile Schnitte. Ich liebe mich. So ein Waschbecken. Benutze das Waschbecken. Ich brauche mir jetzt nicht die Hände zu waschen. Öffne Toilette, oder die Toilette runter. Ich bin nicht unbedingt scharf darauf, das Innere dieser Toilette zu überprüfen. Ja, warum nicht? Sei ehrlich, du willst doch niemanden bei seinen Geschäften zusehen, oder? Ja, ich wollte es ja schon gerne mal ausprobieren in dem Spiel. Vielleicht funktioniert es ja irgendwann mal, ne? Na ja, gut, aber so viel gibt es ja eigentlich auch gerade gar nicht zu sehen. Jetzt bin ich wieder hier. Ja. Die Tür habe ich noch nicht. Schlafzimmer der Eltern. Ah, die haben keine Küche? Oh, bin ich jetzt irgendwie. Aber in der Musik, ich will mal ganz kurz was gucken. Ich speichere mal ganz kurz hier ab. Und pausiere mal ganz kurz. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also ich habe mal die anderen Soundoptionen ausprobiert. Nee, klingt furchtbar. Das klingt alles viel zu tief und die ganze Musik vermischt miteinander. Das geht nicht. Also. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, was ich jetzt hier noch tun kann. Also, ich habe ja die Sachen schon rausgenommen. Kann ich ihm vielleicht die. Ja, also ich brauche einfach nur den Schlüssel hier für die. Was hat er gesagt? Sicher, ich schneide etwas von der Tür ab. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Das, ja, einfach kannst aufspringen. Nein, danke, ich will das hier nicht dreckig machen und Ärger bekommen. Ist irgendwas, was ist mit eigentlich mit den Dads alte Schuhe? Was soll ich eigentlich mit denen anfangen? Vielleicht kann ich ihnen die vielleicht geben oder so, ihm so ein bisschen das Leben gemütlicher machen, das wird nicht klappen. Die Pflanze stutzen. Frag bei sowas deinen Friseur. Was ich halt komisch finde, ist, ich kann das schon hier reinstecken. Gute Idee. Aber dafür habe ich leider keine Zeit. Vielleicht ein andermal. Das ist halt okay. Also, das ist auch kein Hinweis. Er hat aber immer von Vorgarten gesagt, kann auch sein, dass es einfach nicht stimmt, was er gesagt hat. Ne? Ich meine, wir müssen ja mal so sehen: der Vater ist anscheinend. Ach, wie süß. Wie komme ich eigentlich auf diesen blöden Kommentar? Und wo soll ich dann meine Jacke anhängen, wenn es keine Kleiderhaken mehr gibt? Ja, aber schön, ja. Die haben sich ja, der Autor hat sich ja gut Mühe gemacht, auch wirklich zu allem einen Kommentar abzugeben. Das finde ich immer ganz gut. So, Briefkasten möchte er nicht öffnen. Das hatten wir ja jetzt schon. Herzlich willkommen. Mal sehen. Ken sent me. Was soll das sein? Klingt wie eine Art Passwort, aber wofür? Ja, das ist eine gute Frage. In das Schlafzimmer deiner Eltern möchtest du offensichtlich auch nicht. In dem Bad muss es irgendwas geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier umsonst. Warum sollte man diesen Raum integrieren? Ich will das Waschbecken durch die Explosion nicht überfluten. Ich bin noch nicht das Putzmädchen. Obwohl sie eine Reinigung dringend benötigen würden. Kannst einfach ja. Mit Schere komme ich auch nicht weit. Kannst einfach. Oder kann man einfach. Ist das vielleicht ein Spiegelschrank oder sowas? Ja, ne, sieh mal einer an. Aber da ist nichts, ne? Da liegt nichts. Ach, da habe ich mich jetzt so gefreut, dass ich es geschafft habe, den Spiegel zu öffnen. Ich will keine Scherben hinterlassen, wenn das explodiert.
Ich will nicht das Gesicht meiner Eltern sehen, wenn sie den Spiegel öffnen und dann die Schuhe finden. Das ist Ende im Gelände, mein Freund. Ich brauch doch nicht die Schuhe auseinanderzuschneiden. Vielleicht ein andermal, wenn ich mehr Zeit habe, Dad wieder zu ärgern. Denk doch mal logisch nach und begreife, dass es nicht funktioniert. Ich würde ja gern loswerden, aber vielleicht könnte ich sie noch gut gebrauchen. Ich habe mir oft die Simpsons angesehen und ich weiß deshalb, dass das keine gute Idee ist. Sonst lande ich in Frankreich bei irgendwelchen kriminellen Weinmachern. So, kann ich einfach vielleicht hier. Ich glaube, die behalten. Die sind lieber, wenn du weißt, was ich meine. Ich behalte sie lieber. Meinst du, Edna, willst du die behalten oder was? Huch, bla bla bla. Kann ich einfach mit der reden? Nee, geht auch nicht. Gut, hier gibt es anscheinend nichts zu holen. Dann sieht das Kunstwerk noch viel schlimmer aus. Es macht Spaß, einfach mal so die Sachen hier durchzuprobieren, weil du jetzt wirklich einen individuellen Kommentar für jede Aktion bekommst. Deswegen mache ich das mal. Multitus Werk mit Dads Schuh abdrücken. Nein, doch lieber nicht. Aufschneiden? Wenn ich Van Gogh wäre, dann ja. Na gut, der hat sein Ohr abgeschnitten. Nimm doch einfach mal das Ding mit. Ich würde es ja mitnehmen, aber verschlossen nützt es mir nichts. Ja, die Schuhe möchtest du ja auch nicht da reinwerfen. Kann ich nochmal mit dem Vater reden? Dad? Was möchtest du, mein Sohn? Bis dann, Dad. Ja, ja, sicher. So, die Schere ist nicht robust genug, um das Kästchen aufzubrechen. Habe ich schon die Latschen dran? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Seit wann können... Vielleicht, was ich mir so denke, in so Uhren ist doch meistens auch so was versteckt. Keine Chance, die Uhr ist schon seit Jahren kaputt. Nimm die doch mal mit. Dafür habe ich Armbanduhr. Ich hätte mir gedacht, vielleicht ist hinter dem Ziffernblatt was versteckt. Da benutze ich erst recht einen Aschenbecher. Das wäre echt sinnlos, Dads alte Schuhe auf Omas alte Uhr zu schmeißen. Das stimmt. Der Minutenzeiger sieht ein wenig schäbig aus und außerdem starrt sowieso keiner mehr richtig auf diese Uhr. Es schadet also nicht, wenn ich den Zeiger von der Uhr entferne. Ach, da ist er ja. Was war denn das für ein Geräusch vorhin, mein Sohn? Hast du gepupst? Das muss ein Vorzweifel gewesen sein, ich sag's auch, ne? Ja, du könntest recht haben, mein Sohn. Ich hab doch immer recht. Das ist der Minutenzeiger von Omas alter Uhr. Kann ich damit vielleicht das... Ich bin leider kein Schlossknacker. Wenn ich doch nur Jeff hier hätte. Ach, Jeff ist dann also der Schlossknacker in der Runde. Aber jetzt habe ich eine gute Idee, aber ich kann es nicht verbiegen, da es noch viel zu hart ist. Sonst geht der Minutenzeiger dadurch kaputt. Also muss ich das erwärmen oder was? Was für einen Sinn und Zweck willst du damit erreichen? Ich dachte vielleicht durch die Brände. Ich will Dad keine Wunden zufügen, wenn er das nächste Mal die Schuhe tragen sollte. Mhm. Na gut, das hatte ich jetzt eigentlich. Ach nö. Da ist im Unix eingefallen. Ach so, ein Schlingel bin ich. So ein Schlingel bin ich auch nur wieder nicht, dass ich Zigarrenasche auf die Pflanze fallen lasse. Glaub mir, dadurch riecht es nicht mal besser. Das ist ein Bild von. Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Das Bild explodieren zu lassen ist nicht mal besser, als Bernhard bei einem seiner Referaten zuzuhören. So, die Schuhe, kann ich die vielleicht am Nagel hängen hier? Oder. Ich haue doch keine Schuhe gegen das. Gegen ein Bild, oder warum nicht? Ich meine, wenn man nichts anderes zu tun hat, kann man auch das machen. Ich will das Bild nicht abschneiden und Minutenzeiger. Solche Zeiger gehören normalerweise zu Uhren hin und nicht zu Bildern. Gut. Also noch nicht so ganz gut. Noch so eine schlaue Idee einstellen. Ja, das Bild hier. Warum soll ich dieses Foto in die Luft jagen? Vielleicht Erinnerung, Kindheitstrauma. Sowas Blödes habe ich seit Haugis ständige Rülpser-Einlagen lange nicht mehr gehört. Schere. Ich will dieses Bild nicht abschneiden. Es passt einfach hervorragend in diesen Rahmen. Ich will dieses Bild, dieses schöne alte Bild nicht kaputt machen. Die Tür ist abgeschlossen, aber mit dem Minutenzeiger. Also, ich könnte ihn also. Gute Idee, aber ich kann ihn nicht verbiegen, da es noch viel zu hart ist. Also möchte ich mir jetzt so eine Art Dietrich basteln oder was aus dem Minutenzeiger. Oh, ich dachte gerade, in seinem Arm wäre was anderes gewesen.
vielleicht so unter der Schreibtischlampe erhitzen. Mal sehen, ob ich mit Hilfe der Lampe den Zeiger ein wenig erhitzen kann. Ah, okay. Clever, clever. Obwohl der schon eine ziemlich heiße Lampe sein muss. Aua, ja, das hat seine Wirkung nicht verfehlt, wie ich gerade feststellen musste. So, erhitzter Minutenzeiger. Das heißt, jetzt kann ich das hier, da der Zeiger erhitzt ist, kann ich es leichter verbiegen. Ich weiß noch nicht, was das werden soll, aber ich vertraue dir. Ein wenig verbogen. Ja, ich weiß auch nicht, was das werden soll. Kann ich jetzt hier vielleicht irgendwas öffnen? Ich bin kein Experte für Schlösserknacken. Ich gehe mal einfach alles durch. Ich habe es einmal probiert und mir dabei den Zeigefinger aufgeritzt, weil ich so zu unvorsichtig war. Johannes, so macht man das ja, ne? Mit Scheren irgendwie. Na gut, man könnte es versuchen, so durch die Schubladenritze zu klemmen und dann so aufzuhebeln, aber das ist sehr gut, wenn man... So, so kriege ich die Schublade nicht auf. Vielleicht explodieren lassen. Das ist der falsche Weg, um die Schublade hier zu öffnen. Na, ich probiere es mal. Ich glaube noch nicht, dass ich jetzt in den Keller komme. Ich bin nicht dazu in der Lage, das Schloss zu knacken. Also das wird es nicht sein, okay. Verschlossen. Also eigentlich hat die Musik ja auch ein paar mehr Ebenen, aber ja, ist wie gesagt von den Musikoptionen die beste, die ich hier ausfinden will. Pinnwand. Aber du willst da nichts von mitnehmen. Willst du die abschneiden? Dann nehme ich meinen Zettel doch so normal von der Wand. Willst du die Schuhe dranhängen? Das ist kein Schuhhaken oder so. Ich will meine Pläne nicht zerstören. Die Pläne, die Weltherrschaft an mich zerstören. Das könnte, dann könnte ich nicht mehr richtig als Stecknadel benutzen, so wie der verbogen ist. Mhm. Hier ist ja nichts mehr drin, hat er gesagt. Ne? Da war ja nur die Schere, glaube ich, drin. Ich weiß noch nicht, warum eine Schere direkt im Bett steht. Ne? Meine Nachtschlampe. Benutze die? Es ist noch recht hell hier. Das würde ich nicht wagen. Die Schuhe sind schon durch Dads warme und stinkende Füße aufgewärmt. Und dann trägst du die mit dir herum, du Fetischist, du. Also wird das nie klappen. Kann ich vielleicht hier irgendwie... Kann ich jetzt irgendwas verbinden vielleicht? Ich will Dad keine Wunden zufügen. Oder mit dem neuen... Brauche ich nicht weiter zu verbiegen. Was für einen Sinn und Zweck hätte das? Das weiß ich auch nicht. Kannst du einfach den Helm da mitnehmen, das wollte er nicht. Den in der Luft jagen. Genau, ich stopfe die Zigarre in den Helm und stülpe den Helm an Dads Kopf, zünde es an und kabum. Ah, aber wenn ich es so recht überlege, ist es doch keine so gute Idee. Passt nicht. Damit mache ich die Schere kaputt, allein deshalb, weil der Helm aus einem härteren Material hergestellt worden ist. Escher hat sich ja richtig Mühe gegeben mit den Dialogen, also mit den Dialogen, finde ich gut. Übel Kratzen unterlassen. Kann ich vielleicht irgendwie das Bett in die Luft jagen? Und wo soll ich dann schlafen? Bei Mom und Dad in ihrem Bett? Das wäre für mich die größte Schande, die mir jemals passieren könnte. Dabei würde ich mich sogar bei Sandy lächerlich machen. Niemals! Der Liebe wegen. Ah, nur der Liebe wegen, sonst würdest du es machen oder was. Er könnte ja auch auf dem Boden schlafen, ne? Ich bin nicht, dass Dad mein Bett, dass mein Bett nach Dads alten Schuhen riecht. Ja, denn hier. Wir haben zwar Sommer, aber die Decke muss nicht gleich deshalb verkürzt werden. Nein, danke, sonst verliere ich es irgendwo im Bett und muss mich später mit Schmerzen herumplagen, wenn ich mich wieder mal ins Bett gelegt haben sollte. Okay, dann nehmen wir das, brauche ich zurzeit nicht. Oh nein, nicht das Trikot von Harold Flash Browning. Das bringe ich nicht übers Herz. Mein Held. Trikot mit Schuhen? Never. Niemals werde ich dieses Trikot auseinanderschnibbeln. Nee, nee, so nicht, mein Lieber oder meine Liebste. Mal sehen, eine Tafel wie eine andere, Witze. Warum soll ich das Fenster zum Explodieren bringen? Warum nicht? Nee, auch mit dem Duft von draußen würden die Schuhe nicht mal besser riechen. Und er schleppt die ekelhaften Dinger rum, ey. Nicht nötig, es besteht aus Glas und Holz. Damit mache ich nur das Fenster kaputt. Ja, wahrscheinlich. Gut, also hier kommen wir nicht weiter. Offensichtlich. Ja, aber die Frage ist, was kann man denn machen? Kann man mit Fernsehen gucken? Oh, Scarlett, ich liebe dich ja so sehr.
Oh Gott, warum tust du das Fernsehen sowas Schreckliches an? Dem Fernsehen, ja, wie auch immer. Ah, hier kann er bestimmt jetzt hier das Ding hier öffnen, oder? Ich bin kein Schlösserknacker. Na, Jeff, okay, kannst du Jeff anrufen? Solange. Okay, also hat er gesagt, ruf Jeff an und der hilft dir dann. Würde nicht viel nützen, wenn ich eine explodierende Zigarre in den Kamin schmeißen würde. Jetzt mit den Schuhen aus. Noch haben wir kein Weihnachten und mit Dads Schuhen würde der ganze Raum nach Käsefüßen und Schweiß riechen. Oh, danke für das Kompliment, mein Sohn. Nicht zu danken. Nee, nee, lieber nicht. Ja, gut, ne? Ich habe jetzt einen verbogenen Mauszeiger, Minutenzeiger. Ich würde, wenn ich das tun würde, hätten wir keine Kleidung mehr. Blablabla. Ja, die Frage ist, was ich jetzt machen muss, ne? Gibt es da draußen irgendwas zu erledigen? Also. Keine Kratzer, bitte. Ich komme auch das Einzige, was ich gleich abschneiden werde, ist sein Gehirn, wenn du so weitermachst. Mein Gott, da hat er wieder eine Gewaltfantasie hier. Das lasse ich lieber. Kann ich welche die Tür schließen? Ich meine, ist auch ein Brief. Warum haben die einen Briefkasten und einen Briefschlitz? Ich meine, ist das nicht ein bisschen Overkill? Ich sehe das Wohnzimmer, mein Vater, der dem ich die Glotze anstarrt. Außer Ärger zu bekommen, lohnt sich das nicht. Lasse ich lieber. Das Einzige, was ich gleich abschneiden werde, ist sein Gehirn. Ja, ne? Aber auch er selbst weiß nicht, warum er das gemacht hat. Mann, nee, er will es ja nicht öffnen. Er sagt ja von wegen, ich habe heute schon den Briefkasten geöffnet. Sie haben Postkavum. Ich glaube nicht, dass jemand über ein paar alte, stinkende Schuhe sich freuen würde. Ach, da gibt es bestimmt welche. Brauche ich nicht stärker. Aber ich sehe nicht den Grund dafür, warum ich das tun sollte. Ja, ich sehe jetzt generell keinen Grund dafür, was ich jetzt, oder warum ich jetzt irgendwas tun sollte. Also zum Schlosse knacken, das wird nichts. Du willst ja auch nicht irgendwie die Sachen verbinden, die du gerade im Inventar hast. Naja, will ich auf den Spaß verzichten? Ich weiß nicht, ich sehe gerade auch keinen Sinn und Zweck daran hier. Ich sehe auch gerade nicht, was ich jetzt machen soll. Also die Sache ist, ich verstehe es halt nicht, wenn ich das mal sagte, ja, ach, gute Idee, aber ich habe keine Zeit. Das verstehe ich nicht. Oder ich nehme den einfach wieder dran. Die Minutenzeit da wieder anzubringen ist nicht mehr möglich. Da ich es abgeschnitten habe. Außerdem ist das Ding total verbogen. Kann ich noch den anderen abschneiden vielleicht? Die Frage ist, was macht man da jetzt, ne? Also. Robert. Robert heißt er. Robert! Ich will kein Loch ins Sofa machen. Ich kann es auch nicht in Luft jagen. Obwohl es spaßig wäre, das ein wenig damit zu erschrecken. Lieber nicht, die Schuhsohlen könnten noch dreckig sein. Ich will keinen so. Weiß ich nicht, soll ich dem Vater da irgendwas geben? Das wird nicht klappen. Wird nicht klappen. Wird nicht klappen. Ich habe ja eigentlich soweit jetzt alles ausprobiert, ne? Ich meine, ich könnte nochmal ins Bad gehen, höchstens. Ja, das war die Haustür. Oder ich könnte mal. Na, bringt aber auch nichts hier. Würde ja gerne, aber dann würde jemand raustrampeln und den Spaß verderben. Das Haus dran. Ich lasse bestimmt nicht die Schuhe stehen. Vielleicht abschneiden. Das braucht keinen Kurzhaarschnitt. Willkommen reicht vollkommen. Oh ja, das reimt sich ja. Ja, Ken sent me. Keine Ahnung. Also, draußen kommen wir halt auch nicht weiter. Das ist halt die Frage, ne? Was will uns hier der Autor damit sagen? Wie geht's weiter? Ich will den Inhalt nicht demolieren, nicht runterspülen. Ich passe mit meiner Hand nicht durch die Öffnung. Ich weiß nicht, welche Öffnung. Glaube ich, behalte sie lieber, wenn du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein.
Ja, dann ist Edna drunter hoch. Ja, soll ich dich einseifen? Tja, ist jetzt die Frage aller Fragen, ja. Wie geht's jetzt weiter? Also, er möchte die Schatulle da wirklich einfach mal aufmachen, aber das Problem ist, er sagt dann gute Idee, aber keine Zeit, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, warum sollte man es nicht machen, wenn man jetzt schon ja die ganze Zeit so wahllos durch die Gegend läuft? Leer, leer. Nette Idee, aber das würde Dad mir nicht verzeihen. Das macht doch gar keinen Spaß. Ich weiß gar nicht, was soll ich mit dem Ding anfangen hier, mit diesem Minutenzeiger. Ich will das alte Bild nicht kaputt machen. Die Tür ist abgeschlossen, kriegst du wahrscheinlich auch nicht auf. Ich bin nicht in der Lage, das zu knacken. Wie blöd hältst du mich eigentlich? Das sagst du, wie gesagt, ne? Also ich muss irgendwas übersehen, das steht schon mal fest. Also wie gesagt, er ist nicht in der Lage, das Schloss zu knacken. Also von wegen, dass er irgendwie das aufsprengt, das möchte er auch nicht machen. Gibt es vielleicht doch irgendwo eine Küche und ich übersehe das nur? Hier habe ich ja auch schon alles probiert, also wenn es darum geht, ne? Was soll es jetzt hier noch zu holen geben? Also eigentlich nichts. Öffne Fenster. Deshalb brauche ich keine frische Luft. Ich brauche nur die stinkenden Füße meines Vaters, ja. Kann ich den Fernseher in die Luft jagen? Nein, nicht den Fernseher. Obwohl dieser Geschnulzfilm überhaupt nicht ausstehen kann, will ich Dad aber nicht wütend machen. Ich will keine Kratzer. Okay. Drücke. Ziehe. Ja, er weiß es nicht. Okay, ja, ist ja gut. Er möchte das nicht machen, weil er sonst Ärger von seinen Eltern bekommt. Irgendwas übersehe ich jetzt hier ganz direkt, ne? Irgendwas Offensichtliches. Aber hier ist halt nichts, ne? Also Haustür, der Fußabtreter. Ich habe da jetzt eigentlich schon alles, soweit ich das mitbekommen habe, durchprobiert. Raus möchte, also er möchte auch nicht woanders hin jetzt hier. So läuft man weiter durch die Gegend, weiß nicht, was zu tun ist. Was sagt denn dann von wegen, er passt dann nicht mit der Hand durch die Öffnung? Das verstehe ich nicht. Meint er jetzt ja den Abfluss oder sowas? Aber hier ist halt auch nichts, ne? Du hast halt die gute Spiegel, schön, aber auch da liegt nichts. Da ist nichts zu holen. Ist auch kein Zettel dran oder irgendwie eine Geheimbotschaft oder sowas. Oh Mensch, warum muss es immer alles so kryptisch sein? Ich verstehe es nicht. Kleiner Haken. Ist eine Tür, die ich schließen kann? Nee. Vater ermorden? Nee. Ich frage mich ja, was ich mit diesem Ding anfangen soll. Ich werde jetzt mal. Ich probiere jetzt einfach nochmal alles durch mit dem. Mit der will kein Loch reinmachen. Wird nicht klappen. Würde Kratzer hinterlassen. Och nö.
Ich will das Bild nicht zerkratzen. Ja, irgendwas muss ich doch damit anfangen. Ich meine, ich bin in der Lage, die Schlösser zu knacken. Das da reinlegen wäre auch kein oder keinen Sinn machen. Mit Telefon. Ich weiß nicht, was das werden soll. Sag du es mir. Da muss es doch irgendwas zum Abkratzen geben oder irgendwie sowas. Das ist bestimmt wieder Pixel-Sache hier. Das ist bestimmt irgendwo, keine Ahnung. Irgendwo Dreck oder sowas. Ich sage jetzt, ich werde auch nicht immer in die Komplettlösung gucken, ne? Ich meine, da brauche ich es auch nicht zu spielen, wenn ich immer reingucke. Aber was soll ich jetzt machen? Ich habe da jetzt alles schon durchgeguckt, oder nicht? Jetzt ist alles, was offensichtlich ist. Nehmen wir mal eines der Schnürsenkel von den Schuhen heraus. Ah! Ah ja, aha! Okay, das ergibt natürlich Sinn. Cool, jetzt habe ich eine Art Enterhaken. Ich bin Dave Miller, ein mächtiger Pirat. Uhahaha! Was willst du jetzt damit anfangen? Die Tür. Dieser Enterhaken ist nicht stark genug, um die Tür aufreißen zu können. Ah, okay, das ist natürlich interessant. Also habe ich. Habe ich es doch noch geschafft? Achso, verzweifelt bin ich jetzt wieder nicht. Ah, gibt's irgendwas zum Fischen jetzt hier? Also. Oder jetzt mit den Schuhen noch? Ein Schuhpendel? Was für eine lustige Kombination. Ja, brauche ich nicht zu kürzen. Ich sehe keinen Sinn darin, dass man. So, komm, jetzt habe ich einen Enterhaken, sagt. Der entpuppt sich gut als Enterhaken. Und was soll das werden? Also jetzt hier. Sowas klappt nur im Fernsehen. Also danach würde ich nicht mehr greifen. Jo, was willst du denn jetzt hier damit machen? Die Pflanze hat nämlich Herzherrn oder was? Hey, wenn ich die beiden miteinander kombiniere, dann muss ich an den einen Piraten denken. Ne, wie hieß er noch gleich? Ich glaube, er hieß Gui Pop. Threeboard oder so. Naja, Guybrush Threeboard, Monkey Island. Also ich kann mir nur vorstellen, also ich habe jetzt keine Ahnung, was ich damit jetzt anfange. Das ist eigentlich, bin ich der Postbote? Glaubst du etwa, da wäre ein Schatz vergraben oder wie? Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ich halt... Das würde nur passen, wenn das Bild ein Piratenschiff oder ein offener See zeigen würde. Kann ich jetzt hier doch was aus dem Waschbecken fischen? Ah, ich habe da so eine verrückte Theorie. Mal schauen, ob das klappt, wenn ich Glück habe. Erstmal die Öffnung freimachen. So, und jetzt rein damit. Okay, und... da ist was. Wollen wir doch mal schauen, was das ist. Erstmal dran riechen. Meine Sinkte haben mir also keinen Streich gespielt. Schau mal, was ich hier habe. Den Kellerschlüssel. Ich habe verdammtes Glück gehabt, dass es nicht in die Kanalisation gespült worden ist. Endlich kann ich die verdammte Ausrüstung holen, die Michael dringend benötigt. Ja, hast aber Glück. Also ich meine, gut, wer hätte jetzt erahnt, dass es gerade da drin ist, ne? So, na dann. Endlich kann ich die Tür öffnen. Sesam, öffne dich! Na bitte, es geht doch. Ein ziemlich leerer Keller, na bitte, was sagst du denn da? Also eine Lampe, ein paar Kisten und Teppich und die Sachen. Dann wollen wir das doch mal mitnehmen, nicht wahr? Lalala. Dad, ich bin für eine ungewisse lange Zeit mit Michael unterwegs, okay? Tschüss, Dad! Ich mach mich jetzt vom Acker! Viel Spaß noch!
Komisch, ich dachte, ich hätte was gehört. I'm crazy, war vielleicht wieder ein Furz. Wo zum Hänger bleibt denn Dave? Er wird noch den Bus verpassen, wenn er sich nicht beeilt. Hola, Senor. Dave, da bist du ja endlich. Und ich dachte schon, du kämpfst gar nicht mehr. Ah, du weißt ja, ich bin immer für eine Überraschung gut, ne? Ah, das sieht man. Also, wobei soll ich dir dieses Mal helfen? Du wirst es nicht glauben. Ich habe vor kurzem mit den Nachforschungen eines der berüchtigsten Kreaturen der Welt begonnen. Bigfoot oder was, hä? Oder der Yeti. Welches denn? Ein Saugnapf von grünen Tentakel. Nein, ich spreche von dem Yeti, dem legendären Affenmenschen aus dem Eis. Du, das meinst du doch nicht ernst, oder? Natürlich meine ich es ernst und außerdem bin ich auf einige Quellen gestoßen, die darauf hinweisen, wo der Bigfoot das letzte Mal gesehen wurde. Ja, in deinen Träumen vielleicht, ne? Ich wusste, dass du mir nicht glauben würdest, aber du wirst es noch sehen. Folge mir einfach. Komm schon. Sicher. Wie passend, der Bus kommt. Eine Viertelstunde vergeht, bis die beiden schließlich das Naturschutzgebiet erreichen. Neue Location hier noch, ne? Also schöne viele neue Orte. Und von dort aus sollte das eigentliche Abenteuer beginnen. Und ich sage es dir zum 100. Mal, Michael, kein Schwein wird dir das jemals glauben. Dave, ich bin mir absolut sicher, dass es den Bigfoot gibt. Und sollten die Zeugenaussagen stimmen, dann muss sich eines der seltensten Exemplare hier in dieser Gegend befinden. Michael, du guckst zu viel fern. Das muss ja auch mal jemand gesagt haben. Dave, und du, ob du es glaubst oder nicht, es muss hier einer sein. Wenn das so der Fall wäre, hätte man ihn eingefangen, dann später einen Vergnügungspark hier aufgebaut und schließlich den Bigfoot als Hauptattraktion dargeboten, denkst du nicht? Oh, du glaubst mir nicht, hä? Und sowas nennt sich ein Freund. Man muss sich das mal vorstellen. Treten Sie näher, meine Damen und Herren. Neben mir in diesem Glaskasten sitzt der legendäre Bigfoot und pupelt gerade in seiner Nase. Hör auf, bitte zu reißen und hilf mir endlich dabei, das Zelt aufzubauen. Ach, was soll das hier werden, wenn ich fragen darf? Wie mein? Haben Sie nicht das Schild hier gelesen? Übernachtung im Naturschutzgebiet ist hier nicht gestattet. Wer sind Sie eigentlich? Mein Name ist Frank Wood und ich bin hier der Ranger dieses Gebietes. Ach, ein Ranger. Mir zittern die Knie. Schluss jetzt. Das reicht. Nehmen Sie Ihre Sachen und verschwinden Sie von hier. Und zwar sofort. Aber Mr. Wood, Sir, wir sind hier, um eine Reportage zu machen. Eine Reportage? Ja, sicherlich. Haben Sie auch Ihren Presseausweis mit dabei? Mein Ausweis? Aber sicher habe ich ihn. Hier. Da, siehste? Nun? Einen Moment bitte, ich hab ihn gleich. Mist, wo habe ich ihn bloß gelassen? Haben Sie nun einen Ausweis oder nicht? Ich könnte schwören, dass ich den Ausweis mit dabei hatte, Sir. Der muss hier irgendwo verloren gegangen sein. Aber natürlich. Und das soll ich Ihnen glauben, hä? Tja, Pech gehabt, aber Regeln sind Regeln. Und deswegen will ich, dass Sie Ihre Sachen zusammenpacken und dann sofort von hier verschwinden. Verstanden? Aua, ich bin noch nicht taub. Ich bin in einer halben Stunde wieder zurück und sollten Sie immer noch hier sein, rufe ich die Polizei, klar? Ach, komm schon, Michael. Lass uns die Sachen packen und dann verschwinden wir von hier. Nein, ich denke nicht daran, gleich das Handtuch zu werfen. Ich werde natürlich meinen Presseausweis suchen.
Und sobald ich den habe, werde ich es den Trottel von Ranger vorweisen, damit ich endlich meinen Bericht über den berüchtigten Bigfoot weiter fortsetzen kann. Na was, ein Bigfoot oder Yeti? Ist das nicht ein Unterschied eigentlich? Ach, der Kerl ist einfach nicht locker. Okay, wie du willst. Aber ich komme mit. Okay, dann geht's dann auf geht's. Ah, jetzt haben sie hier die Rollen gewechselt. Jetzt spiele ich Michael. Okay, na schön, ja, neues Gebiet. Also ich würde natürlich erstmal die Zelttasche öffnen. Ja. Dave? Ja, was ist? Weißt du vielleicht noch, weil ich das letzte Mal meinen Ausweis mit dabei hatte? Soweit ich mich erinnere, hatten wir bei der kleinen Holzhütte eine kleine Pause gemacht als... Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte in meiner Brieftasche noch nachgeschaut, ob ich noch genügend Geld für die Heimatreise hatte. Dabei muss mir der Ausweis von der Brieftasche rausgefallen sein. Vielen Dank, Dave. Ah ja, bitte. Was sollen wir jetzt machen? Ich hätte gerne auf den Sofa gehockt ein Footballspiel angesehen. Danke, Dave. Sehr einfallsreich von dir, wirklich. War die Idee wirklich sehr gut? Ehrlich gesagt, nein. Machen wir weiter. Okay. Gut, wir haben also jetzt... Wir können auch... Dave kann ich benutzen. Oh, benutze Dave mit Foto. Aber ich habe schon viele Bilder von Dave bei mir zu Hause stehen. Oh, nackt. Aktbilder. Jetzt habe ich den Fotoapparat, meine Kamera, wie steht es immer bei? Ja. Man muss ja für alles gewappnet sein, oder? Taschentuch. Ein Taschentuch für alle Fälle. Ah. Okay, er ist ja alleine mit Dave in irgendeinem Naturgebiet und ein Taschentuch für alle Fälle. Ich verstehe. Alles gut. Ein unaufgeblasener Ballon. Irgendwie frage ich mich, wie die bloß in meine Tasche gekommen ist. Naja, du hast sie halt gut vorbereitet, ne? Mal sehen, was wir haben. Ein Hering, ein kleiner Holzkasten, sonst ist nichts mehr drin. Na, was ist mit dem eigentlichen Zelt? Also, es ist nichts mehr in der Zelttasche drin, was ich gebrauchen könnte. Das ist ein kleiner Kasten, in dem einige Bestandteile für einen kleinen Spaten vorhanden sind. Oh, das ist ja sehr speziell. Öffne das Ding einfach mal. Merkwürdig, die Kiste ist verschlossen. Und in der Tasche war auch kein Schlüssel für den Kasten. Na, klasse. Mal sehen, ob ich das so aufkriege. Lololo. Oh, verdammt, ich habe den Hering zerbrochen. Der Kasten ist immer noch zu. Ich muss einen anderen Weg finden, das zu öffnen. Na toll, jetzt ist der Hering weg. Ich habe gespeichert, ne? Also ich will nur auf Nummer sicher gehen, ja? Keine Ahnung, ob ich den Hering gebrauchen kann, aber gut, ich will... Achtung! An alle Besucherinnen und Besucher dieses Naturschutzgebietes, beachten Sie bei dem Besuch des Naturgebietes folgende Regelung. Regel Nummer 1. Müll immer in den Mülltonnen entsorgen und nicht auf den Boden schmeißen. Regel Nummer 2. Keine Übernachtung in der Natur. Regel Nummer 3. Nicht die Tiere füttern. Und selbstverständlich an alle verrückten Wissenschaftler keine gefährlichen Rückstände von Experimenten oder Abfallprodukte in der Natur hinterlassen. Wir danken um Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Gezeichnet Ranger Frank Wood. Oh, uiuiui. Da geht's ja richtig zur Sache. Wir müssen ein bisschen orientieren, was es hier noch so alles zu sehen gibt. Hier geht's also auch noch weiter. Weil, oh, hier geht... Ach du Schande! Das ist der legendäre Mammutbaum, von dem ich so viel gehört habe. Der soll so hoch wie das Empire State Building sein. Und oben ist er noch viel breiter als hier unten. Wie kann ein solch kleiner Stamm einen so großen und breiten Baum halten? Hat vielleicht viel von Spinat gegessen. Haha, sehr komisch, Popeye. Schön laut die Musik gerade hier ist. Ja, die Musik ist so ein bisschen mysteriös. Mein Gott, hier geht's aber was. Jetzt fängt das Abend erstmal richtig an, hä? Das ist ja krass hier. Wie viele Sachen wir haben. Ein großer Stein. Ein ziemlich großer Steinbrocken. Ja, nimm den mal mit. Nein, danke, will ich nicht. Naja, wahrscheinlich auch ehrlich einen Spaten, aber. Das ist ein Hering zur Befestigung von Zelten. Ja, mal ein Mülleimer, da ist da bestimmt immer was drin, oder? Ein gewöhnlicher, stinkender Mülleimer. Du glaubst doch ernsthaft nicht, dass ich mit bloßen Händen da reingreife. Niemals! Okay, was ist, wenn du das mit einem Taschentuch machst?
Normalerweise tue ich so etwas ungern, aber mit einem Tuch ist das schon in Ordnung. Mal schauen, was ich hier so finde. Nun, das ergibt Sinn, ja. Ach, ein langes Gummiseil. Einen alten Spiegel. Und ein altes Parfüm. Das ist wertlos, das findet er denn alles? Aber so schmeißen. Na gut, ganz ehrlich, die Leute schmeißen immer die ungewöhnlichsten Sachen weg. Da muss das gar nicht mal so ungewöhnlich sein. Ein recht langes Gummiseil. Spiegel, Spiegel an der Hand. Wer ist der hübscheste Fotograf im ganzen Land, hä? Oh, de Toilette. Riecht nach Toilette. Bin zurzeit nicht hier. Komme später wieder. Gezeichnet Ranger Frank Wood. Ah, das wird wahrscheinlich der Dings sein hier, ne? Das ist dann auch sein Hüttchen, ne? Ich benötige das überhaupt nicht. Es ist abgeschlossen. So, okay, also was haben wir jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen? Was haben wir für interessante Gegenstände oder Sachen, die wir mit dir entdecken können? Wir haben noch einen Stein, den wir vielleicht aushebeln könnten, unter dem irgendwas Nützliches sein könnte. Und da würde er sagen, hier, er ist viel zu schwer, um es zu bewegen. Wie ist es denn, wenn ich... Oh, jetzt habe ich... Huch. Dum-di-dum. Toll, er fängt hier Fische, während wir unsere Arbeit machen wollen. Ich fasse es nicht. Wir verstoßen gegen die Vorschriften des Naturparks und er angelt hier ein paar ungeduldige Fische. Ach so, das ist der Ranger, ja. Er wird dafür büßen, was er den armen kleinen Fischchen hier antut. Schließlich habe ich selbst Fische in meinem Aquarium zu Hause. Und ich empathisiere, verstehst du? Ja, dem werden wir eine Lektion erteilen, die er nie vergessen wird. Ja, so ist es. Die Frage ist allerdings, wie sollen wir ihn bloß von hier aus seinem Boot bekommen? Da können wir uns später Sorgen drum machen. Ganz bevor wir das machen, würde ich aber gerne mal Dave mit dem Stein benutzen. Dave, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Hast du vor, diesen Steinbrocken hochzuheben? Allein schaffe ich es nicht. Aber mit dir zusammen könnten wir den Stein wenigstens ein paar Zentimeter zur Seite schieben. Na okay, probieren wir es. Auf 3, 1, 2, 3. Oh, mein Rücken, mein Rückgrat, oh, mein Hypothalamus. Oh, endlich. Ah, das gibt's doch nicht. Ich habe meinen Presseausweis wieder. Ah, was? Nun kann ich den Ranger endlich beweisen, dass ich ein Fotograf und Journalist bin. Wie kommt bitteschön... Okay, es ist ja nur ein Spiel, aber wie kommt denn schon der Presseausweis unter den Stein? Was zum Teufel ist da passiert? Ich meine, wenn er jetzt irgendwie rausgefallen wäre, oder? Was natürlich auch sein könnte, dass der Ranger den da versteckt hat, ne? Weil er irgendwie einfach nicht möchte, dass wir hier rumschnüffeln. Ich baue immer auch so interessante Musterungen hier. Aber viele, viele neue Orte, gefällt mir. Ne? Sehe. Ausgerechnet auf diesem schönen Gewässer muss dieser aufgeblasene Ranger Fische fangen. Ich kann auch nicht mit der Seerose oder der Rohrbombe, wie sich das Ding nennt. Nee, nicht Rohrbombe, Rohrkolben heißen die, oder? Ach, keine Ahnung, jetzt. Parfüm braucht keinen neuen Geruch. Vielleicht ein Wasserballon. Das ist eine sehr witzige Idee. Diese Idee wäre ich auch gekommen. Du kommst nur auf solche Ideen. Okay. Es ist aufgetankt und startklar. Roger. Okay, ich weiß, worauf das hinausläuft. Alles klar. Ich muss hier so eine Art Schleuder bauen wahrscheinlich und den dann mit einer Wasserbombe treffen. Ist es das? So, jetzt sind wir hier. Was steht hier drauf? Ich möchte allen Extremsportlern, Spaziergängern, Neugierige, Touristen, großen Wahnsinnige und Leute, die gerne mal Harakiri betreiben wollen, folgende Warnung aussprechen. Props Mountain ist ein gefährlicher Berg, der durch seine tödliche Höhe und das hohe Einschutzrisiko nicht betreten werden darf. Der Berg darf nur vom zuständigen Personal betreten werden. Deshalb halten Sie sich von diesem Berg fern, um Ihr eigenes Leben nicht zu riskieren. Gezeichnet Ranger Frank Wood, Verwalter des Naturschutzgebietes. Ich brauche kein Schild. Geht's ja noch weiter? Ja, Waldlichtung. Komme ich da hin? Nein, heute nicht. Aber vielleicht ein andermal. Zwinker, ne? Heute nicht. Zwinker, ne? Also das kann jemand anders programmieren gerne. Ja, schön. Also so ein paar Cliffhanger hier setzen, finde ich nicht schlecht. Jetzt wird die extrem laute Musik. Ich hoffe, man hört mich noch.
Ein Schild! Dieser Mammutbaum gehört zu einer der ältesten und atemberaubendsten Bäume von ganz Runville. Dieses wunderbare Pflanzengeschöpf unserer schönen Stadt soll als Zeichen der Inspiration der Kunst dienen. Deshalb soll dieser Baum als unser Wappen dienlich sein und unsere Stadt repräsentieren. Oh. Im Namen der Stadt Runville erkenne ich diesen Baum als unsere Quelle der Errungenschaften und Kreativität. Gezeichnet Bürgermeister Gilbertson anno 1887. Sagen auf dem Mammutbaum. Aber was mache ich damit jetzt? Zeitverschwendung. Einparfümieren. Duft auch so ganz gut. Schöne Musik trotzdem, ne? Okay, aber da muss ja irgendwas drin sein wahrscheinlich, ne? Dave, ja was? Weißt du vielleicht noch, weil ich das letzte Mal meinen Ausweis mit dabei hatte? Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir bei der kleinen Holzhütte eine kleine Pause gemacht, als... Ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte in meiner Brieftasche nachgeschaut, bla bla bla, das hatten wir schon. Was sollen wir jetzt machen? Ich hätte gerne auf den Sofa gehockt und bla bla bla. Machen wir weiter. Nein, heute nicht, vielleicht noch mal. Das waren jetzt erstmal so die offensichtlichen Dinge. Überall stehen Warnschilder. Kann ich die Tür nicht einfach öffnen und so? Das ist natürlich jetzt abgeschlossen, das war klar, ne? Da hilft das Gummi dann auch nicht weiter. Na gut. Was mit dem See machen, ich weiß nicht. Ich würde gerne den See fotografieren, aber ich brauche den Film noch für Bigfoot. Mit Spieglein anfangen. Man kann nicht den Spiegel vielleicht auf dem Stein zerschellen lassen? Es bringt nichts, wenn ich den Spiegel mit den Steinen kombiniere. Ich dachte halt so, ne, dass du das mal... Kann man den vielleicht öffnen? Ich kann den Spiegel nicht öffnen. Das Parfüm öffnen. Das Problem ist halt, wo ich mir halt nicht sicher bin. Ich könnte den Hering jetzt ja verwenden, um den Kasten zu öffnen. Könnte man machen. Die Frage ist halt nur, ist das sinnvoll? Und hier gibt es keine großen Interaktionsmöglichkeiten, außer dass hier unten Weggabelung, aber das ist. Ich versuche einfach mal so verschiedene Sachen. Okay. Ich mir halt sehr sicher bin, dass hier ein paar Sachen kombiniert werden müssen. Ein langes Gummiseil. Hundertprozentig muss ich das mit irgendwas kombinieren. Nicht Dave mit irgendwas benutzen. Dave ist hier, ich glaube nicht, dass Dave das gefallen würde. Ich glaube nicht, dass Dave das öffnen kann. Was kann Dave überhaupt? Was? Ich will Dave nicht auspeitschen, zumindest nicht, wenn du zuguckst. Ich will mir noch nicht sein ständiges, was bin ich doch für ein Prachtkerl geschwafel anhören. Dave ist doch kein Mädchen. Dave muss stinken, ne? Das ist mein Ausweis. Wer weiß, was er damit anstellen würde. Nein, danke, sonst bin ich wieder eines seiner zahlreichen Opfer. Gut, ich weiß gar nicht, ob ich ja schon alles gemacht habe. Also ich habe es, wie gesagt, mit Wasser gefüllt. Ich gucke jetzt einfach durch, was jetzt sinnvoll wäre. Wir könnten ja mit dem Hering, aber was bringt das? Ich habe den Hering zerbrochen. Ja,
einfach gegen den Stein werfen oder so. Wie gesagt, also das Problem ist halt, ich wüsste jetzt ganz ehrlich nicht, warum ich den Hering einfach so verschwenden sollte. Das ist halt die Frage. Also, kann man Dave einfach hier das... Ich brauche Dave für viel wichtigere Dinge, anstatt nur Sachen machen zu lassen, die ich auch allein durchführen kann. Aber hier muss doch dann irgendwo Bigfoot sein, oder nicht? Kann ich irgendwie ein Schild irgendwie abnehmen, oder? Ich brauche doch kein Schild. Hier muss doch was drin sein, in dieser... Oh Mann, da suche ich den Kasten nicht auf. Geht so kurz und dann... Ah, Dave, ich habe deine Idee. Ah, ja. Und die wäre? Wirf mich auf diesen Ast da oben. Wirf mich da hoch. Also jetzt hast du wirklich langsam einen Sprung in der Schüssel, oder? Du glaubst also im Ernst, dass ich dich auf diesen Ast hochwerfen kann? Dave, ich weiß, du bist ein kräftiger Kerl. Vor allen Dingen der sportlichste Schüler in unserer ganzen Klasse. Ja und? Außerdem hast du zusammen mit Sandy letztes Jahr im Cheerleader-Contest teilgenommen und sogar gewonnen. Ja und? Und du bist Landesmeister im Kugelstoßen. Na, ich weiß nicht. Und da ich sehr leicht bin und du sehr stark, denke ich, dass du mich nach oben katapultieren kannst. Meint ihr nicht auch, Leute, dass das allmählich zu unrealistisch wird? Jetzt sei kein Weicher, Dave. Wir müssen es einfach versuchen. Okay, aber auf deine Verantwortung. Ich tue das nur ungern. Hui! Ah, oh, nicht so fest. Na, werfen wir uns beiden wollt unbedingt nach oben, hä? Ja, schon gut, jetzt sei still. Okay, 1, 2, 3. Ui! Klonk. Ist alles in Ordnung, Michael? Dieser Idiot kriegt sowas von mir zu hören. Michael, ist alles okay? Ja, mir geht's blenden. Vielleicht, vielen Dank. Du Idiot. Puh, Gott sei Dank hält dieser Ast mein Gewicht aus, sonst wäre ich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Ich glaube, ich sehe wohl nicht richtig. Nein, Tatsache. Es ist das furchterregende zweiköpfige Eichhörnchen von Seattle. Und ich dachte, der wäre bloß eine Erfindung der San Francisco News. Zuletzt habe ich keinen Zweifel mehr an seiner Existenz. Boah, das muss jeder gesehen haben. Und dann mach ein Foto. Ich werde von diesem Exemplar ein paar Fotos machen. Das wird neben dem Bigfoot die zweitgrößte, sensationellste Reportage sein, die ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe. Hey, Kleiner. Hier ist das Vögelchen. Klick. Kracht's. Oh. Nein, oh nein. Oh Mann, ich habe so einen Hunger. Ich könnte alles verdrücken, was mir in die Quere kommt. Naja, in dem Moment fällt natürlich dieses Eichhörnchen herunter. Tschernobyl-Eichhörnchen. Oh. Gott sei Dank ist das Bild mit drauf. Ich hoffe aber nicht, dass dem Kleinen etwas zugestoßen ist. Apropos herunterkommen. Wie soll ich jetzt da unten kommen? Tja, da muss ich wohl drüber runterklettern. Hoffentlich haben sich die Kletterübungen bezahlt gemacht. Nach einer kleinen, aber anstrengenden Kletterei. Puh, da bist du ja wieder. Und ich dachte schon, du kämst gar nicht mehr von dem Baum runter. Dave, wo ist das zweiköpfige Eichhörnchen? Von was... von einem Eichhörnchen-Fahrt dazu da. Das mutierte Eichhörnchen von Mount Rainier, Seattle. Nö, ich habe keins gesehen. Verdammt. Das ist echt auf dem Fressen. Boah, Dave, du riechst nach verfaultem Fleisch und einer Prise Erdnuss. Alter. Das Essen war auch einfach vorzüglicher gewesen. Bei mir zu Hause, meine ich. Dann solltest du nach dem Essen mal ein Kaugummi nehmen, damit nicht jeder an deinem Mundgeruch verrecken muss. Okay, ich werde dran denken. Gut so, und jetzt weiter im Text. Tja, was hat mir das jetzt gebracht? Der Ast. Ich schaffe es nicht, den ganzen Ast mitnehmen zu können. Dave hat auch ein Brett vom Kopf.
es ist Quatsch. Reicht nicht aus, den Ganzen mitziehen zu können, das ist interessant. Ja. Also zusammen mit Dave das Wegziehen geht auch nicht. Das möchte er nicht. Gibt es ja nicht bei dem großen Ast vielleicht einen kleinen Zweig, den ich abbrechen kann? Nee. Ich meine, ist ja ganz nett jetzt hier, ne? Jetzt haben wir... Aber ist ja noch was vielleicht? Gewöhnlicher stinkender Mülleimer. Ja, ich würde sagen, dass wir irgendwie den Spiegel da zerbrechen können, aber er möchte das ja nicht machen. Ja? Also würde ich sagen, könnte man vielleicht, ich meine, das ist ja auch ein bisschen um die Ecke gedacht, aber könnte man den Spiegel vielleicht könnte man die Spiegelscherbe wahrscheinlich verwenden, kann ich mit Dave. Ich will Dave nicht gegen die Tür knallen, warum nicht? Oder öffne mal den Fotoapparat. Muss für alles gewappnet sein. Naja, ganz ehrlich, irgendwas muss ich mit dem Ast jetzt machen. Also, das... Das ist halt nichts, was ich gebrauchen könnte. Na, jetzt sind wir schon mal da hochgeklettert. Platzen, außer das brauche ich nicht. Spiegel wird keine Wunder. Kann ich nochmal hoch vielleicht? Also es ging jetzt eigentlich nur darum, dass ich diesen Ast hier nach unten bekomme. Ist das so? Ja, ich überlege halt nur gerade, was wir machen können. Nein, heute nicht. Zwinker, zwinker. Ja, ja. Ich brauche doch kein Schild. Ich frage so, wofür brauchen wir Parfüm? Also. Jetzt wirklich, wofür brauche ich Parfüm? Brauche ich vielleicht nachher um den. Ich kann mir schon vorstellen. Vielleicht muss ich nachher den Bigfoot irgendwie. Bigfoot anlocken und mich dann so einparfümieren. Aber jetzt wirklich die Frage, wie geht das weiter? Oh, den See, Spiegel mit See. Ja, ich finde es auch sehr merkwürdig, dass sie verschlossen ist. Na, klasse. Ach, es hat geklappt. Wollen wir doch mal sehen, was wir da haben. Also ich habe mit der Dings hier, ach so, mit dem Ausweis durch den Schlitz da, dass ich für. Ich hätte meinen Griff, eine Metallspitze eines Spatens. Und dann? So, dann wollen wir doch mal einen kleinen Spaten zusammenbasteln. Das gibt es so langsam nicht mehr. Ich kann die beiden Sachen nicht miteinander verkoppeln. Es muss doch einen Weg geben, die miteinander zu verbinden. Und da kommt doch jetzt bestimmt das Gummiseil ins Spiel, oder? Nicht? Ja gut, es geht nicht. Den Griff befeuchten bringt ja auch nichts oder so. Kann ich mit Dave vielleicht reden? Also ich könnte mir das ist jetzt sehr abwegig, aber die Baumhöhle da von dem Mammutbaum, vielleicht ist da Baumharz drin. Keine Ahnung.
Keine schlechte Idee. Ich hoffe bloß, dass ich meine Hose nicht dauernd verziehe. Also doch. Es passt ja vorzüglich. Vorzüglich pompös. Also scheinbar, der Auto und ich haben irgendwie ähnliche Denkensweise. Das finde ich, find ich ganz gut. Also. So, was soll ich jetzt mit dem Spaten machen hier? Ne? Mit dem Spaten könnte ich den Mülleimer ausheben. Ich könnte den Stein ausheben. Ich könnte die Tür einschlagen. Damit geht die Tür nicht auf. Oder kann ich vielleicht jetzt hier irgendwie das Wasser viel zu tief, um graben zu können. Brauche keinen Spaten. Ich meine, ich versuche jetzt einfach mal alles durch. Ich will das nicht ausgraben. Aber das muss ja einen Grund haben, warum ich jetzt hier so viel Zeit verbracht habe, diesen Spaten zusammenzubauen. Jetzt kann ich vielleicht den Ast hier. Spaten wird mir nichts nützen. Ach Mann, warum? Jetzt mit dem Spaten? Spiegel zerstören? Ich gehe jetzt mal alle Optionen durch. Voll uninteressant. Dave wird das bestimmt nicht haben wollen. Ja, aber ich hab da jetzt... Warum hab ich jetzt einen Spaten? Also, weil ich habe mir jetzt, das war jetzt total Umstand, diesen Spaten da zusammenzubauen. Und jetzt möchte er ihn nirgendwo einsetzen. Also auch nicht mit dem Mülleimer oder so. Ich brauche es nicht mehr hochzuheben. Schwierig, schwierig. Was macht man denn da? Ich muss jetzt irgendeinen Grund gehabt haben, das eigentlich so zusammenzubauen, ne? Ja, muss es ja irgendwo eine Stelle zum Graben geben. Ich habe jetzt halt so viele Gegenstände, wo ich sage, okay, da kann ich nichts mit anfangen. Wie stört das eigentlich diesen Spiegel irgendwie? Kann ich nicht den einfach... Rede mit Spiegel. Öffne Spiegel. Schließe Spiegel. Also, das geht nicht, dass ich von wegen ganz blöde Idee... Aber ich meine, man könnte ja theoretisch, also das ist jetzt ganz abstrakt gedacht, aber dieser Ast ist ja scheinbar ziemlich groß. Warum kann ich den nicht so als eine Art Floß verwenden und den Spaten als Paddel? Sagst nur zu Dave gar nichts, ne? Du willst ja zu Hause sitzen und dein Football-Game schauen, ne? Was, also ich meine, was auch noch gehen würde, ist ja, dass man mit dem Spiegel irgendwie so Lichtsignale sendet, aber das ist ja auch Quatsch. Also, das habe ich jetzt ja schon 10 Mal ausprobiert oder so, da möchte ich jetzt ja nichts mit dem Stein hier machen.
Ich glaube, hier habe ich auch schon alles. Ich müsste jetzt halt irgendwie mal... Vielleicht kann ich auch mit der... Gute Idee, aber bei Türen ist es für mich ein wenig komplizierter. Ja, ist eine gute Idee, sagte. Ich habe ja auch nichts von mir. Ich bin kein Schlosserknacker. Geh mal weg da. Das Schild will er auch nicht mitnehmen. Es gibt doch bestimmt irgendwie eine Art, wie ich die Tür da aufkriegen kann. Ich muss doch da bestimmt mal rein, oder? Es hilft kein Stückchen weiter. Dave möchte nicht gegen die Tür schleudern. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, ich weiß auch nicht, was das bringen soll, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was hier überhaupt irgendwas bringen soll. Jetzt hänge ich hier gerade ein bisschen, also... Schade, ne? Ich kann doch nicht um den See laufen oder einfach mit dem See reden oder... Kann Dave einfach ins Wasser springen? Dave könnte mal wirklich einen kühlen und klaren Kopf gebrauchen. Ich möchte jetzt nicht schwimmen, aber du musst... Der Ranger wird den Ausweis von dir aus nicht sehen können. Wenn die Kiste so zum... Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe auch gar keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt, ja. Ich meine, hier muss doch noch irgendwas zu machen sein. Also, und ich muss vor allem... Diesen Ast muss ich doch irgendwie zerstören können, oder? Alles, was ich probiere, funktioniert nicht. Es ist sinnlos. Wem sagst du das? Wer war's noch mit dem Baum da? Also ich brauche irgendwo eine Stelle, wo ich graben kann. Das ist schon mal relativ einleuchtend. Ich will das nicht ausgraben. Ja, ja, vielleicht mal ein anderes. Zwinker, zwinker. Hier muss doch irgendwas zum Graben geben. Gibt es hier irgendeine Stelle, die ich übersehen habe oder so? Vielleicht eine Zelttasche. Spaten brauche ich zurzeit. Ja, für was? Für was brauchst du die, mein Lieber? Kannst du das Hinweisschild ausgraben? Nein, willst du auch nicht mal. Oh, willst du den Mülleimer nicht ausgraben? Du möchtest den Stein nicht, weil du sagst so von wegen, ja, den habe ich schon angehoben. Du möchtest die Tür nicht irgendwie eingraben oder ausgraben. Du möchtest das Schild nicht vergraben. Okay. Ja, es ist ein guter Punkt, hier mal zu pausieren. Ich werde mal ein bisschen so weiter rumprobieren und werde dann die Aufnahme wieder starten, wenn ich was gefunden habe. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe hier mal ein bisschen Pixelsuche gemacht und da ist mir etwas aufgefallen. Und zwar haben wir... Jetzt finde ich es nicht mehr. Aber es gab hier... Genau da. Wie fies das ist. Hier unten gibt es einen kleinen... Ihr seht das, ne? Also man kann es optisch nicht erkennen, weil es genau das gleiche Muster hat wie der Rest des Bodens. Aber es gibt hier einen Hotspot, der nennt sich Boden. Der Boden scheint ein wenig lockerer zu sein. Und aber jetzt verstecken wir uns ein bisschen unter dem Baum. Jetzt sehen wir noch die Beine... Jetzt sieht es aus, ob ich so den Baum hochklettern würde. Ja, da kann ich jetzt nämlich den Spaten... Was ist denn jetzt los? Da habe ich den falschen Speicherstand genommen.
Ah, hier, das ist der richtige. Gut, dann wollen wir mal den Boden auflockern. Ich find's immer noch nicht. Hier ist der Boden. So. Vielleicht liegt da etwas vergraben. Wie er gleich immer darauf kommt. Ich habe einfach einen Riecher dafür. Lalala. Ach, da war eine kleine Handsäge unter der Erde vergraben. Das könnte nützlich sein. Der Standardspruch eines jeden Protagonisten eines Adventure-Spiels. Das ist allerdings wahr, ja, das kommt öfter mal vor. Ja, ganz praktisch, dass wir jetzt eine Handsäge gefunden haben. Ich meine, was werden wir damit wohl machen? Große Überraschung. Wir sägen einfach mal die... Oh, schon so laut. Der Ast ab. Ich säge aber nur einen Teil des Astes ab. Unglaublich, trotz seiner Größe ist das Holz dennoch nicht so schwer, wie ich erst dachte. Ah, vielleicht besteht dieses Holz ja aus Gummi. Dave, was machst du eigentlich die ganze Zeit am Wochenende? Fernsehen! Haha! Ich hätte es mir denken können. Was? Ach, vergiss es. Der wird seinem Vater immer ähnlicher. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Ein Kompliment ist wahrscheinlich nicht. So, jetzt haben wir einen großen Ast. Ich glaube immer noch nicht, ich kann immer nicht glauben, dass Dave sowas Schweres tragen kann. Okay. Ja, Dave. So, Dave, wirf mal jetzt hier in den See. Ich will doch keinen großen Platscher machen. Oh, bitte, bitte, bitte. Nein! Spielverderber. Was mache ich jetzt? Kann ich den nochmal zerkleinern? Loch? Soll ich das einfach mal reinstecken? Nett. Und was nun? Ich hab's gewusst. Es ist eine Zwille. Ich hab's gewusst. Wir müssen jetzt irgendwie da mit dem Wasserballon treffen, ne? Jetzt ist es aber klar, was gemacht werden muss. Hey, das ist ja ein richtiges Katapult. Schlaumeier. Ja, na dann. Katapult. Und okay, dann wollen wir mal unsere Waffe scharf machen. Hihi, das wird lustig. Auch so bedrohlich. Dumm die Dumm. Ja, ich denke schon. Dumm die Dumm. Eins, zwei und Schuss. Na, gut getroffen. Ranger über Bord. Das nenne ich einen feuchten Abgang. Ja, lustig. Tja, wer von uns dreien ist jetzt wohl ein nasser Pudel? Ihr seid gleich zwei verkloppte Hunde, wenn ich mit euch fertig bin. Oh, wie konnte er so schnell rüberkommen? Oh, frag lieber nicht, lauf! Hey, bleibt stehen, ihr beiden Würstchen! Nach einer rasanten und recht spritzigen Verfolgungsjagd später. So, ihr beiden Vagabunden, der Spaß endet hier und jetzt. Durch euren Streich habt ihr euch in ziemlich große Schwierigkeiten gebracht. Ich werde jetzt die Polizei verständigen, damit ihr in der Zelle über das nachdenken könnt, was ihr hier verangerichtet habt. Bitte hören Sie uns doch zu, Sir. Genug! Ich will keine Ausreden hören, verstanden? Aber Sie müssen mir zuhören, bitte. Es ist wirklich sehr wichtig. Oh Gott, womit habe ich das verdient? Also gut, ich werde euch zuhören. Aber erklärt mir zunächst einmal, was der dumme Streich eigentlich sollte. Nun, zuallererst möchten wir uns wegen dieses Schabernacks bei Ihnen entschuldigen, okay? War nicht so gemeint. Dave? Hä? Ach so. Ich bitte ebenfalls um Entschuldigung. Dave kreuzt hinter seinen Rücken die Finger. Ach, nun gut. Ich akzeptiere eure Entschuldigung. Aber die Frage steht noch. Aber natürlich, Sir. Ich wollte Ihnen doch meinen Ausweis zeigen. Ja, aber dafür muss man doch nicht extra jemanden wie mich mit einer Wasserbombe beschmeißen, oder? Also, mir hat das Spaß gemacht. Es tut uns ja leid, Sir. Ja, schon vergessen, Junge. Da wir gerade dabei sind, könntest du mir deinen Ausweis zeigen? Ja, aber natürlich. Da, guck mal. Hier, bitte. Schön, ne? Ja, gut, dann wollen wir mal nochmal schauen. Aha, Stoppe ist der Name. Ja, Sir. Okay, interessant. Fotograf bei der Schülerzeitung. Mann, bis der mal fertig ist, springen meine Enkelkinder schon auf meinem Grab herum. Okay, scheint alles in Ordnung zu sein. Hier hast du deinen Ausweis zurück. Danke. Also, was kann ich für euch tun? Ich wollte Sie fragen, ob wir bei Ihnen ein Lager aufschlagen und dieser Gegend Nachforschung betreiben konnten.
Ja, das hängt davon ab, über was ihr nachforschen wollt. Nun, mein Freund und ich wollten einen Bericht über den legendären Bigfoot machen und deshalb... Warte mal eine Sekunde. Sagtest du gerade Bigfoot? Ja, wieso fragen Sie? Mensch, Jungs, warum habt ihr mir nicht gleich gesagt, dass ihr nach Bigfoot sucht? Sie haben von ihm gehört? Ja, vor 30 Jahren habe ich zusammen mit einem Kollegen, Bob Dial, hieß der gute Mann, ebenfalls nach dem Yeti gesucht. Jetzt mal Yeti und Bigfoot durcheinander gebracht. Ist doch ein Unterschied, oder? Ja. Okay, sie haben danach gesucht, ne? Wir konnten anhand von Hinweisen, dass der Bigfoot irgendwo hier in dieser Gegend sein könnte. Ja, wir wussten, ne? Ach, oh, und haben Sie es gesehen? Ja, ich und mein Freund suchten tagelang nach diesem Waldwesen, doch leider ohne Erfolg. Wir waren vollkommen demoralisiert gewesen, als wir feststellen mussten, dass unsere Nachforschung vollkommen fehlgeschlagen war. Deswegen beschlossen wir, gleich am nächsten Morgen unsere Sachen zu packen und unser normales Leben weiterzuführen. Doch genau an unserem letzten Abend geschah etwas Merkwürdiges. Wir wurden durch ein ziemlich lautes und mysteriöses Geräusch aufgeschreckt, als ich und mein Freund in unserem Zelt schliefen. Bob wollte nachschauen, was draußen vor sich ging, und ich blieb im Zelt zurück, um auf unseren Proviant aufzupassen. Was geschah dann? Nun, ich weiß nicht mehr, wie lange Bob fort war, doch ich möchte mich allmählich sorgen. Ich machte mich Sorgen um ihn und verließ das Zelt für eine Weile, um nach ihm zu suchen. Doch ich musste feststellen, dass er... Wie er was? Dass mein Freund für immer verschwunden sein würde. Ich suchte die ganze Gegend nach ihm ab, aber ich fand keine Spur von ihm. Doch ich beschloss, so lange nach meinem Freund zu suchen, bis ich ihn eines Tages wiederfinden würde, mit der Gewissheit, dass er vielleicht noch lebt oder nicht. Eine rührende Geschichte, wirklich. Lästere nicht, du vorlautes Börschchen! Ist das auch der Grund, weshalb Sie hier der Ranger sind? Genau, das ist der Grund. Als ich meine Dienstzeit als Ranger anfing, suchte ich ab und zu nach meinem Freund, doch bis heute hatte ich keinen Erfolg. Nun, vielleicht finden wir Ihren Freund, wenn Sie uns gestatten würden, dass wir hier unser Zeltlager aufschlagen könnten. Ist das euer Ernst? Ah, genau diese Frage wollte ich ihm auch gerade stellen. Ja, aber selbstverständlich, Sir. Na, dann gebe ich euch selbstverständlich die Erlaubnis, dass ihr hier Lager aufschlagen könnt. Doch denkt daran. Kein Müll, kein Feuer und kein Lärm, verstanden? Verstanden. Dave? Ja, verstanden. Gut, ihr dürft nur euer Lager aufschlagen und eure Nachforschung weiterführen. Hoffentlich findet ihr meinen alten Freund wieder. Na, das werden wir, versprochen. Vielen Dank und viel Glück. Einige Stunden später... Ach, wie passend. Kaum haben wir das Zelt aufgebaut, ist auch schon die Nacht reingebrochen, ja. Praktisch, ne? Glaubst du, dass es noch Sinn macht, unsere Nachforschung jetzt weiter fortzuführen? Bist du verrückt? Wie sollst du in dieser Dunkelheit noch Nachforschung betreiben können? Ach, hast auch wieder recht. Außerdem bin ich ziemlich müde. Genau, hauen wir uns aufs Ohr. Warte, Dave. Hast du eine Taschenlampe bei dir, falls was sein sollte? Natürlich. Aber lass uns jetzt erstmal schlafen gehen. Nebeneinander, miteinander, wie du willst. Ich bin für alles offen. Wir haben morgen noch eine Menge zu tun. Was zum... Komisch, ich dachte, ich hätte etwas... Dave! Dave! What the fuck? Dave, sag doch was! Was ist passiert? Dave, antworte mir doch! Was ist mit Dave passiert? Hätte ich doch bloß Wache geschoben! Moment mal! Was sind das für Fußspuren? Oh mein Gott! Die sind ja riesig! Das müssen die Fußabdrücke des legendären Bigfoot sein! Oh Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Es gibt ihn also wirklich. Aber wenn er hier war. Ach du heilige Mutter Maria. Dave ist höchstwahrscheinlich in Gefahr. Ich muss Dave finden, bevor dieses haarige Ungetüm es tut. Und ich rede es nicht von einer Mutter. Am besten wäre es, wenn ich seinen Spuren folgen würde. Ja, das speichern wir nochmal. Wer weiß, was uns da noch erwartet. Die Musik klingt auch schon ein bisschen bedrohlicher. Ja? Fußabdrücke.
Kein Zweifel, das sind die Fußabdrücke des Yetis. Michael folgte den mysteriösen Spuren, bis er schließlich eine Höhle erreichte. Oh oh. Die Spuren enden hier vor dieser Höhle. Also müsste der Bigfoot in dieser Höhle sein. Ich hoffe bloß, dass Dave nicht mit drin ist. Wahrscheinlich ist er das aber. Kein Zweifel, das sind die Füße. Eine Blume. Ich kann die Blume nicht einfach so herausreißen. Doch, kannst du. Mit der Säge absägen. Ich brauche doch nicht die Blume abzusägen. Dann halt entspannen. Ja, ich sag mal so, ne? Ich bin 100% sicher, dass wir uns als weiblichen Yeti verkleiden müssen. Wir haben Parfüm, wir haben eine Blume, die können wir uns wahrscheinlich ins Haar stecken. Oh, da. Dave! Michael! Keine Sorge, Dave! Ich werde dich von diesem Monster befreien! Ich will nicht wissen. Bitte beeil dich, Michael, bevor dieses Vieh mich mit seinem Mundgeruch umbringt. Ich weiß, was das schon alles mit ihm gemacht hat, ja? Ich nähre mich dieser Kreatur auf keinen Fall! Das Segel. Auf diese Blume scheint nicht zu reagieren. Ich muss ihn irgendwie auf die Blume aufmerksam machen. Dann diesel die mal ein. Och, das riecht aber jetzt schön. Ah, funktioniert wirklich. Parfümierte Blume. Das ist ja auch eine interessante Kombo hier. Mal sehen, ob er darauf reagiert. Guck mal hier. Hoffentlich lockt ihn der Geruch an. Na super, jetzt frisst er auch noch die Pflanze. Das gehört alles zum Plan. Ach so, na dann. Und jetzt mit einem Spatten über den Kopf ziehen? Nee. Durchsägen. Fotografieren. Soweit ich weiß, sollten Bigfoots lichtscheu sein. Mal schauen, ob bestimmt. Hey, du verdammtes Mistvieh! Hier ist das Vögelchen. Was ist denn los? Verdammt, die Batterien sind da. Na klar. Natürlich immer solche Situationen, ne? Na, großartig. Fällt dir sonst noch etwas ein, du Genie? Ruhig Blut, mir fällt gleich was anderes ein. Das hoffe ich für uns beide. Guck dich mal selbst an im Spiegel. Gut, reagiert auf gar nichts. Ja, Dave, ne? Überlass dich mal deinem Schicksal. Ich muss die Gelegenheit nutzen. Ach so. Ja, was soll ich denn machen? Also. Oder rede mal. Der will mir nicht zuhören. Kann ich mit Bigfoot reden? Ja, was soll ich denn da machen? Also. Ich kann eh nichts mehr mit der Kamera anstellen. Oder ich öffne sie einfach mal. Ich habe leider keine aufgeladenen Batterien mehr. Nichts mehr drin. Ich brauche nicht mit dem Spiegel zu verwenden. Brauche ich nicht zu machen. Brauche ich nicht mit dem Taschentuch. Ja, nee, gibt's ja aber auch nichts. Also rausgehen möchte ich. Er sagte, ich will die Gelegenheit nutzen. Okay. Vielleicht Dave irgendwas zuwerfen? Hey Dave, hast du noch deine Taschenlampe bei dir? Ah! Ja, da gibt's Sinn. Klar, hast du einen Plan? Sicher! Was soll ich machen? Richte deine Taschenlampe auf mich. Ich werde dann unseren Freund hier mit dem Spiegel blenden. Ja, nicht schlecht der Plan. Hoffentlich bringt uns das auch was. Genau, schau hierher. Dave, schalte die Lampe ein. Los, schnell. Okay. Wow. Wow. Oh. Was ist nun los? Ich glaube, wir haben ihn durch die Reflexion verängstigt. Was zur Hölle tut ihr beiden da? Hä? Oh. Sagt mal, seid ihr beide nicht mehr ganz fit oder was? Wir können doch nicht den armen kleinen Kerl nicht so ein Lager erschrecken. Armer kleiner Kerl? Dieses flohverseuchte Mistvieh hat mich entführt, in die schmutzige Ecke gedrängt und mich ständig angerupst. Sag mal, hat man euch ins Horn geschissen oder was? Der Kleine braucht neue Freunde, mit denen er spielen kann. Spielen?
Spielen? Ich werde Ihnen gleich zeigen, was ich unter Spielen verstehe. Dave, krieg dich wieder ein. Was im Namen der Waldfee geht hier vor? Ah, toll, der hat uns gerade noch gefehlt. Wenn ihr mir nicht sofort erklärt, was hier vor sich geht, dann... Frank! Hey Frank, bist du das? Wie können Sie es wagen, mich mit meinem Vornamen anzusprechen? Frank, ich bin es! Die Bobsey! Erinnerst du dich nicht mehr an mich, hä? Ja, ist das denn die Möglichkeit? Ach du meine Fresse! Bob, du bist es tatsächlich. Aber was machst du denn hier? Eine lange Geschichte. Oh nein, das kann echt lange dauern. Ja, genau. Und weißt du noch, als Harry versuchen wollte? Oh Gott, wann können wir endlich wieder nach Hause? Weißt du, mein Freund, ich frage mich, ob wir deine haarigen Kumpel vielleicht als Hauptattraktion für eine Show darbieten sollten. Ja, doch hier und könnte man viel Geld verdienen und... Was? Mein Biggie? Niemals. Es ist nicht einfach. Es ist nicht ein einfaches Tier, das man einfängt, in einen Käfig steckt und den Leuten vorführt. Es ist ebenfalls ein Lebewesen wie du und ich. Und er hat dasselbe auch das Recht, frei in der Wildnis zu leben. Nicht wahr, mein kleiner Kumpel? Nun, du hängst anscheinend sehr an ihm, was? So ist es. Nach all den Jahren, nachdem wir den Bigfoot gefunden haben, ist der ganze Aufwand nun für umsonst gewesen? Ja, mitnichten, mein Freund. Denn durch Bigfoot haben wir uns ja wieder zusammengefunden. Ich hab den Scheck so vermisst. Und ohne die Hilfe der beiden jungen Herren hier wären wir niemals in dieser Höhle zusammengekommen. Hab ich recht? Nun, ja. Ja, tatsächlich, die beiden Burschen haben uns nicht nur zum Bigfoot geführt, sondern uns alle wieder vereint. Ach, ein Happy End, hä? Hey, wir sind sogar besser als die Auskunft. Bitte hört mir zu. Ich möchte euch alle um einen Gefallen bitten. Verratet niemanden, was hier heute Abend geschehen ist oder dass ihr den Bigfoot jemals gesehen habt. Ich möchte nämlich nicht, dass mein kleiner Schützling hier von irgendwelchen Idioten gefangen genommen und für den Zweck missbraucht wird. Aber, Mr. Dyle, was wird aus meiner... was wird aus meiner Story? Ach, vergiss deine Story einfach, Junge. Und denk dran, dass diese Ereignisse in Wirklichkeit nicht stattgefunden hat, okay? Aber was wird aus dir und dem Yeti? Wir werden bei ihm bleiben und mich um ihn kümmern. Ich werde bei ihm bleiben und mich um ihn kümmern. Schließlich kommt der Kleine hier gar nicht mehr ohne mich aus, hä? Ich frage mich, was für eine Beziehung die beiden da eigentlich führen. Ich glaube, du willst es nicht wissen, Dave. Du willst es nicht wissen. Ist das schon fast wie eine Vater- und Sohn-Beziehung oder ist das sogar... Ich glaube eher zweiteres. Oh, ich sollte lieber nicht daran denken. Werden wir uns jemals wiedersehen, mein alter Freund? Darauf kannst du dich verhalten. Ich freue mich schon drauf. Vielleicht mal ein Dreier? Am nächsten Morgen. Tja, Leute, das war mal eine richtige lustige Sache für uns alle gewesen, ne? Doch nun ist der Spaß da wieder vorbei. Ich möchte euch nun bitten, eure Sachen zu nehmen und das Naturschutzgebiet zu verlassen. Keine Bange, Sir. Wir sind so gut wie startklar für unsere Heimreise. Oh, warten Sie einen Moment, Ranger Woods. Ich möchte Ihnen nämlich noch etwas zum Abschied mitgeben. Oh, eine Zigarre für mich? Da Sie uns netterweise die Erlaubnis gegeben haben, hier auf Ihrem Gelände übernachten zu können, möchte ich Ihnen als Dank diese teure kubanische Zigarre schenken. Ach, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Ach, gönnen Sie sich doch einfach mal was. Oh, vielen Dank. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, um Abschied zu nehmen. Ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich sehen wir uns eines Tages wieder. Auf Wiedersehen. Lalala. Sag mal, Dave, wo hast du eigentlich diese Zigarre her? Ich sag nur Scherzartikel. Na. Na warte, das werdet ihr noch bitter bereuen. Das war die Special Edison zu der Episode Ein haariger Ausflug von Moore the Striker. Diese Episode wurde durch die Adventure Game Studio Engine Version 2.62 erstellt. Manic Mansion erdacht und entwickelt von Lucasfilm, Adventure Game Studio entwickelt von Chris Jones, Story von Moore the Striker, Hintergründe von Moore the Striker und Tribble, Charakter und Animation von Moore the Striker und Ron Gilbert, Musik von Enron Studio Ultima
4, ja genau, Ultima 4 und 7, Maniac Mansion und Day of the Tentacle. Soundeffekte von Maniac Mansion Deluxe, Maniac Mansion Mania, getestet von Will the Striker, LucasArts Fan und Floyd. Übersetzung für die englische Version von Will the Striker, Tipps und Ratschläge für die Verbesserung dieser Episode von Problem und LucasArts Fan. Skripthilfe von Floyd, Chris Mook, Hansa Export und Rocco. Die neugierigen User des AGS-Forums waren Metz, Birklin, Bluber und Red Fox. Vielen Dank geht an LucasArts-Fan, Problem, Orange, Zensiert, Max Power, Chris Mook, Veggie, Red Fox, Floyd, Rocco, Hansa Export, Mr. L, Tribble, Robin78, Jucksalbe, Jucksalbe ist auch schon, der nette Eddie, Glad99, Muggen, Muggin, Luck, Bluber, Jen Joe, Sven, Subitus, Addison Interactive, Thomas, Brush, Marn, Tang, Zag, Zenobius, Simsong, 2K3 und Mats Berklin. Ein ganz besonderer Dank geht an Lucas Fan und Chris Jones. Und ein ganz, ganz besonderer Dank geht an Lucas Arts Entertainment Company und George Lucas. Ja, meine lieben Leute, sehr geehrte Spieler, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass keine Tiere in dieser Episode zu Schaden gekommen sind. Ja, ja. Mann, Archie. Hättest du nicht wenigstens warten können, bis die Credits zu Ende gelaufen sind? Sorry, Boss. Aber die Eichhörnchen-Burger hat einfach so gut gerochen, dass ich einfach nicht widerstehen konnte. Ah ja, großartig, Archie, aber... Und das Ding zappelte sogar noch. Archie, die Behörde! Ups, sorry. Na, nun hier ist Ende im Gelände. Ende. Ja, Mensch... Ich bin fasziniert. Was für ein Start in die zweite Staffel. Also, was ich schön finde tatsächlich, ich meine, klar, die Rätsel waren knackig, man musste ab und zu mal so ein bisschen rumprobieren und sowas, aber schöner ist, man hat immer irgendwie ein Feedback bekommen, das hat mir sehr gut gefallen und es war einfach eine tolle Story, es war eine tolle, in sich geschlossene Episode, es war schön auch mal wieder Michael zu spielen und auch Dave, also dass man auch mal andere Charaktere spielt als Bernard. Ich habe sehr viel Mühe gegeben, also das Naturschutzgebiet ist auch ein sehr schönes neues Gebiet gewesen. Ja, die neuen Charaktere haben auch ziemlich gefetzt, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war ein toller Start, also wenn das jetzt auf dem Niveau bleibt, freue ich mich schon sehr auf die nächsten Episoden, ne? Und ich hoffe natürlich, ihr seid auch wieder dabei beim nächsten Mal, ne? Und in dem Sinne würde ich sagen, bis dahin, ciao!